Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir haben ja übrigens bei der letzten Folge einen ganz bestimmten Ort besucht, denn ich bin ja in die eisigen Gefilde gelangt und dort haben wir uns etwas umgesehen und unter anderem halt ein Dorf entdeckt, was wir natürlich auch etwas geplündert haben. Und das, was ich heute übrigens machen würde wollen, ist folgendes. Ich möchte definitiv hier nach unten gelangen, um mich etwas besser umzusehen. Ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen. Es ist nur die Frage, ob ich da denn auch hinkomme, wo ich hin will. So, das Spiel lebt noch nebenbei. Und wenn ich das jetzt so mache... Scheiße, war das knapp, Junge. Fuck, war das knapp. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Da hat nicht mehr viel gefehlt und ich wäre definitiv gestorben. Naja. Ich baue mir jetzt einen Weg nach oben, damit wir dann auch nicht mehr das Ganze weit haben. Weil irgendwann müssen wir ja wieder zurückkehren. Ich könnte mir natürlich auch hier ein Nether-Portal nochmal hinbauen. Aber ob das eine gute Idee ist, ist natürlich erstmal eine andere Sache. So. Wir gucken uns denn um, wenn ich das zumindest soweit gebaut habe, wie ich das will. Und dann geht's weiter. Ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ich habe auch nicht mehr so viel. Na, warte mal. Ich mache das mal jetzt anders. Obwohl, warte mal, geht das überhaupt? Hier müssen wir mich jetzt in die Richtung hier weitermachen. Ja, so ungefähr. Damit wir nämlich ein bisschen besser nach oben kommen. Aber wenn wir ja Pech haben. Oh Gott. Ja, wenn wir Pech haben, verbrauche ich wahrscheinlich gleich mal das gesamte Material, um wieder nach oben zu gelangen. So. Ich habe jetzt natürlich auch keine Leitern mit. Das ist jetzt natürlich sehr übel. Ich guck mal gleich, ob wir hier noch. Ich glaube, Stein gab es hier nicht, ne? Fuck, ich habe auch nichts weiter mitgenommen. Ich habe da jetzt auch überhaupt gar nicht dran gedacht. Ach ja, genau, im Fall laufen runter. Könnte man als Vorführeffekt betrachten. So. Ich kann das jetzt auch so machen, dann verbrauchen wir nämlich ein bisschen weniger Material. Dass wir von hier oben dann weitermachen. So. Genau. Sieht zwar vielleicht ein bisschen komisch aus, aber das ist eigentlich auch völlig egal. Es geht ja hier nicht um Aussehen, sondern um die Effektivität. War natürlich lustig, dass mir das gleich mal direkt am Anfang passieren muss. So, also 10 haben wir noch. Das sollte gerade so hinhauen. Wirklich gerade so, wenn wir Glück haben. Wenn nicht, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht gerade... Oh. Ja, es könnte gerade, wie gesagt, so hinhauen. Ich werde es jetzt aber, glaube ich, ein bisschen anders handhaben. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Gut. Also, normalerweise haben wir gleich keine weiteren Treppen mehr. Oh ja, genau. Und verballer die gleich mal hier. Das heißt also, ich muss mir das jetzt irgendwie mit Holz und Stein zurechtbauen. Ja, das ist natürlich sehr geil. So.
Supi, dann haben wir es ja gleich. So, genau. Jetzt kommen wir zumindest erstmal nach oben und nach unten. Das war jetzt ganz wichtig, denn ich will nicht gleich wieder verrecken. Warum kommen wir jetzt hier eigentlich... Ah, okay. Gut. Also das haben wir geschafft. Ich sollte jetzt aber unbedingt mich umsehen. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Material. Das reicht nicht. Ja, ich hole mal kurz ein bisschen mehr Material. Dann ist einfach mal gut. Und wir können weitermachen. Denn eigentlich ging es mir ja nur darum, um hierher zu gelangen. Wo, warte mal. Hier haben wir auch nochmal Stein. Das brauchen wir vielleicht doch nicht. Also, zurückreisen meine ich jetzt. Weil ich habe ja noch 17 Steine mit. Genau, das sollte jetzt eigentlich richtig gut funktionieren. Gut. Okay. Okay, warte mal. Das bauen wir jetzt erstmal ab. So. Genau, dann kommst du hier hoch, kannst du da hinspringen. Und schon sind wir eigentlich fast oben. Ja, perfekt. So machen wir das. Dann haben wir uns jetzt einen Weg nach oben gebastelt. Und ich kann weiter gucken. Aber wie ihr seht, ist oder besteht das Problem ja auch darin, hierhin zu gelangen. Ach nö, jetzt kommen sie alle. Hat sie jetzt aufgehört? Der schreit immer noch rum. Scheiß Mistvieh, Junge. Lasst mich doch einfach mal hier jetzt in Ruhe. Ey. Och, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ey, das kotzt mich so an. Meine Herren, Alter. Also, das haben sie richtig scheiße gemacht. Mann, das geht mir so auf die Eier. Jedes Mal zu verrecken, ey. Warum? Ey, es ist so nervig, Mann. Warum drehen die eigentlich durch? Das verstehe ich nicht. Ich wollte eigentlich nur dorthin, um mich etwas umzusehen. Was anderes wollte ich gar nicht machen. Und dann passierte genau so eine Scheiße. Minecraft wurde auch inzwischen ein paar Mal geupdatet. Also, dem ich das jetzt ein paar Tage mal nicht gespielt habe, bestimmt 3 oder 4 Updates sind da erschienen. Also kein Witz. Und ist schon verdammt viel. So, warte mal. Gut, das hätten wir. Ja, das Problem ist jetzt, das haut hier alles nicht mehr hin. Und das geht mir halt auf den Sack. So, warte mal. Wir brauchen definitiv was zum Essen.
Ich will jetzt hier nicht wieder die gleiche Scheiße erleben. Also wir waren Stufe 18, ne? Oder Level 18 oder so. Jetzt sind wir nur noch 7. Also, ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, wie tief ich hier vordringen muss, damit wir so eine Festung finden. Was ist das? Ich habe jetzt leider auch kein Material mitgenommen, ne? Das könnten wir uns dorthin bauen. Oh, hier sind so viele Endermänner, Alter. Wo sind meine Fackeln? Na schön. Meine Fackeln wurden, glaube ich, geklaut. Es kann doch nicht sein. Oder ist es in der Lava gefallen? Ja, ist wahrscheinlich in der Lava gefallen, wa? Wir können vielleicht auf solchen Viechern da reiten. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Sattel brauche. Man sollte auch vielleicht nicht zu nah an Lava stehen, wenn dann gerade ein Enderman kommt und dich dann einfach mal so ausnockt oder wegschubst. Dann ist es halt auch vorbei, so rum. Und das muss ja nur auch nicht sein. Ach Mann, ey, wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann hätten wir ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber so ist es natürlich jetzt erstmal nicht so geil. So, warte mal. Ich brauche definitiv noch mal wieder zum Essen, ein Bettchen. So, was nehme ich jetzt hier hin? Eine Schippe, oder? Ja, komm, machen wir so. Okay, so kommen wir hoch. Ich war, wie gesagt, schon eine Weile nicht mehr richtig im Nether. Ey. Kann doch nicht schon wieder sein. Was soll denn die Scheißpisse, Mann? Oh, das geht mir ja richtig auf den Sack. Okay. Aber wir kommen langsam dem Ort vielleicht näher, wo ich hin will. Ich weiß auch nicht, in welcher Höhe oder Tiefe du suchen musst, um so eine Festung zu finden. Also eine Nether-Festung meine ich jetzt. Was haben wir denn da? Ist das Gold? Wenn ja, nehmen wir das mit. Obwohl, ja, sieht irgendwie aus wie Gold. Ich glaube, Erfahrung kriegen wir ja auch ein bisschen. Okay. Das ist schön. Süppi. Die Erfahrung können wir gut gebrauchen. Okay, warte mal. Ich weiß, du kannst die reiten, aber wie das geht. Hä? Au! Au! Brauche ich dafür vielleicht einen Sattel? Ja, ich renne natürlich gleich mal wieder da rein. Okay, wir nehmen mal Nesa-Quarz mit. Also die Endermänner können mich nicht leiden und ich kann sie nicht leiden. Passt ja. Manchmal greifen die halt einen auch einfach so an. Also, das geht immer so tief runter. What?
Also in der unmittelbaren Umgebung finde ich jetzt gerade, ne, ach nix, wollte ich gerade sagen. Ey, ich muss auch vielleicht wieder zurück, ne? Scheiße. Ja, wenn ich irgendwie wieder zurückkomme, versuche ich es natürlich. Ey, du kleines Kackmistvieh, Mann. Okay. Also ich finde gerade überhaupt nichts, aber vielleicht ist da oben irgendwo was. Ja, das ist immer so eine Sache, wisst ihr? Ich weiß gar nicht, von wo kam ich denn eigentlich her? Hier? Hier wollte ich ja nicht den ganzen Scheiß abbauen, aber okay. Kann man mal machen. Gut. Ja, genau, mit dem harten Brot erstmal schön auf dieses Gestein raufschlagen. Der bewirkt wahre Wunder. So, wo geht's jetzt hier wieder nach Hause? Sich vielleicht meine Treppe irgendwo. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Okay, warte mal. Ich meine, wir sind schon irgendwo hochgeklettert, ne? Och nö, nö, ein Gast. Ah, das ist ein Garst. Wenn ich irgendwo meine komische Festung sehen würde, das wäre gut. Oder wo das Nesa-Portal eigentlich ist. Das würde mir ja schon reichen. Aber ich sehe gerade überhaupt nichts in der Nähe. Nehmen wir das einfach ein paar kleine Problemchen. Mann, hier sind überall Endermänner, warum? Zeig mir doch irgendwo den Weg nach Hause. Es kann doch nicht sein. Jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich folge vielleicht mal den. Ja, der Kompass bringt hier drin leider auch nichts. Der irrt sich irgendwie die ganze Zeit. Oder musste ich vielleicht wieder nach unten? Ah, ich sehe was. Warte mal, da muss ich. Oh Gott. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Oh, nope, nope, nope. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? So, soweit, so gut. Ich meine, eine bestimmte Tiefe halte ich ja aus, ohne zu sterben, ne? So, das heißt also, ich muss den Weg denn und dann kommen wir langsam. Oh, das war knapp. War das knapp, Scheiße. Das war wirklich richtig heftig. Gut. Also, da sehe ich meine Treppe. Das heißt also, irgendwo muss ja hier der Weg nach oben sein. Ja, oder ich habe mir jetzt einen anderen Weg gebaut. Dann haben wir da unten. Keine Ahnung, sieht irgendwie aus wie normales Gestein, oder? Also fast wie normales Gestein, würde ich sagen. Okay. Ich muss da jetzt rüberspringen. Oh Gott, war das knapp. Okay,
Also, wir haben uns etwas umgesehen, leider nicht viel gefunden. Also außer ein bisschen Gold und Nesa-Quarz. Ich würde ja gerne da nach unten gehen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme mit dem bisschen Material. Und leider ist hier überall Lava, ne? Das ist nicht so geil. Aber ideal. Ich dachte, von hier unten würdest du eventuell einen besseren Überblick haben, um eine Nesa-Festung oder so zu finden. Also den eisigsten oder die eisigste Möglichkeit, die mir jetzt gerade einfällt, ist, dort hinten lang zu gehen, wo der Gas gerade rumrennt und uns einzugraben. Das könnte man auch noch machen. Es hat leicht wehgetan. Okay, ich darf jetzt bloß dir niemanden von denen zu lange angucken. Dann geht es schon. Oh. Das war jetzt keine gute Idee. Also, ich muss definitiv hier noch herkommen und mich dann etwas genauer umsehen. Weil so eine Nesa-Festung wäre bestimmt auch geil zu sehen. Wir könnten dann jetzt natürlich rüberspringen. Was, 61 haben wir davon? Okay. Nesa-Stein. Machen wir das halt so. Dann bauen wir uns halt einen Weg. Kann man es auch machen. Okay. Ich baue mir jetzt, wie gesagt, einfach einen Weg rüber, damit wir hier nirgendwo runterfallen können. Und dann ist das auch schickimicki. Weil was willst du da jetzt noch groß machen? Da rennt noch ein Gas durch die Gegend oder fliegt. Och, meine Herren, Alter, wie ich diese scheiß Endermänner hasse. Was greifen die mich eigentlich die ganze Zeit an? Ich verstehe es nicht. Ja, stirb jetzt. Alter! Ey, wisst ihr, wenn die mich einen die ganze Zeit verfolgen würden, hätte ich auch kein Problem damit. Aber die hören auch nicht auf, ja, wenn sie sich einmal anvisiert haben. So, warte mal, ich gehe jetzt gleich darüber, denn da lang und dann mal gucken. Dann müssen wir uns halt irgendwo eingraben. Ich habe jetzt leider. Ach, nö! Hat der mir jetzt gerade die Scheiße da weggebaut? Och Mann, ey, ich könnte so durchdrehen. Oh, die gehen mir so richtig auf den Sack, Alter, die Mistviecher. Ich will doch einfach nur hier ein bisschen was untersuchen. Mehr will ich doch nicht. Ist jetzt zu viel verlangt? Och nee, jetzt wäre ich auch noch von dem Gas angegriffen. Ey, Leute, ich muss hier gleich abhauen, ne? Ich bin gleich wieder tot. Ey, das kann einfach nie. Ich verstehe es nicht. Was soll die Scheißpisse? Es ist jetzt der letzte Versuch, ne? Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann muss ich mir bessere Ausrüstung schmieden und dann hingehen. Wir haben ja 64 Diamanten, da muss ich mir halt eine Rüstung fertigen. Ey, das kann einfach nicht angehen.
Das ist doch nicht deren Ernst. Was soll die Scheiße? Ey, jetzt aber mal wirklich. Das hätte doch gereicht, mal einen Angriff zu machen, aber noch nicht die ganze Zeit. Was soll sowas? Will ja auch noch nicht mal mehr, wo ich war, ne? Oh, geil. Irgendwo da hinten. Ey, das ist so nervig, Mann. Jetzt bin ich auch wieder Stufe 5 und ich war 9. Oh ey, nee, es ist einfach nur nervig. Eine Festung zu finden wird wahrscheinlich noch ein bisschen sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, wo ich danach gucken muss. Meine Rüstung ist auch fast komplett im Arsch. Nice. So habe ich mir das vorgestellt, weißt du? Dass hier nichts funktioniert. Schön, mein Schwert ist weg. Ich verliere immer mehr Ausrüstung. Was soll denn die Scheiße? Ja, geil. Mein Schwert ist weg. Och nee, Alter. Ey, das ist so scheiße gemacht. Es ist wirklich... Das ist... Nee, es ist scheiße. Also ich hatte ein Schwert, es ist weg. Eigentlich hatte ich sogar zwei Schwerter und beide sind verschwunden. Eins hatte ich unten ausgerüstet, das andere oben. Ja, geil. Och nee, ey, verpiss dich jetzt. Also das ist... Nee. Also das ist wirklich traurig. Ey, damals war das Nesa so einfach. Da bist du reingegangen, konntest du ein bisschen Level farmen, bist wieder raus. Aber seit ein paar Updates haben sie das so schwierig gemacht. Das kann einfach nicht angehen. Wie gesagt, jetzt brauche ich eigentlich auch nicht kämpfen, weil ich habe nämlich kein Schwert mehr. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist abhauen. Mehr ist halt nicht mehr möglich. Weil meine beiden Schwerter jetzt weg sind. Vielleicht rennt hier irgendwo ein Enderman mit meinen Sachen rum. Würde ja gut passen zu dem Spiel. Oh Mann. Ja, ich wollte euch eigentlich eine bessere Folge bieten, aber... naja, egal. Kann ja nicht immer alles gut laufen. Da hat man halt mal ein bisschen Pech in der Folge. Ist natürlich schade um die zwei Eisenschwerter, aber okay. Das kann man noch verschmerzen. Zumindest gerade so. Ich habe zwar nicht das gefunden, was ich wollte, aber... kann ja auch nicht immer so sein. Wir haben aber doch... Eisenklumpen. Wenn nicht, mache ich mir jetzt ein Eisenschwert. Das geht auch. Perfekt. So. Hä? Ey, mein Eisenerz ist auch weg. Ist es verbrannt, Alter? Ich kann mir gerade mal ein Schwert machen. Oh, es ist mies. Alter, das ist ja mal richtig mies, Junge. Alter, mein Essen ist auch weg. Ich habe fast nichts mehr zu essen. Nice, also das funktioniert ja hier einwandfrei. Erst verschwinden die Fackeln, dann meine zwei Schwerter. Und ja, fehlt nicht mehr viel und dann kann ich wirklich nichts mehr machen. Oh Mann. Also nichts wie weg hier. Ich meine, okay,
damit kann ich noch leben. Wir haben ja zum Glück, wenn es ums Eisenerz und Eisenbarren geht, da haben wir ja mehr als genug. Wir haben auch sehr viel Diamanten. Ich glaube, 264er Stacks oder so. Und wenn nicht, muss ich halt mal eine Folge lang nichts anderes machen wie. Oder. Ja, doch, zu farmen. Obwohl, das muss man nicht unbedingt sehen. Vielleicht schneide ich das dann auch zusammen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja. Das wirft mich natürlich immer wieder ein bisschen zurück, aber. Das ist dann halt mal so. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo Kartoffeln hatte, weil wenn ja, dann würde ich die jetzt auch mit in einen Ofen schmeißen. Und das ist gut. Warte mal, Lebensmittel. Haben wir noch Brot. Aber warum habe ich keine Kartoffeln? Hä? Hier haben wir noch welche. 32 Stück. Da haben wir noch ein Schwert. Wir haben noch ein paar Möhren. Okay, die muss ich jetzt in den Ofen schmeißen, die Kartoffeln. Da ist alles schon mal sortiert, ist gut. Ja, manche Kisten sind halt immer noch nicht sortiert. Da wollte ich mir eigentlich mal einen Tag Zeit nehmen, aber das wird halt irgendwie nichts. Weil das halt nicht so ist, wie ich mir das bis jetzt alles gewünscht habe. Mein Job macht mir das mitunter ziemlich kaputt, wenn ich irgendwas plane. Deswegen plane ich überhaupt gar nichts mehr. Ich wollte euch eigentlich auch mal wieder ein paar Livestreams bieten, aber das wird auch irgendwie nichts. Aber okay. Das ist auch erstmal soweit in Ordnung. So, was haben wir denn eigentlich hier? Seelensand. Und eine Truhe. Ich habe natürlich auch noch eine Rüstung mit. Obwohl, da fehlt auch der Panzer, ne? Ich glaube langsam wirklich, dass die Endermänner dich beklauen, wenn du stirbst. Die denken sich so, oh geil, da habe ich was, kann ich mitnehmen und meinen anderen Ender-Freunden schenken. Weil anders kann ich mir das echt nicht erklären. Also, das ist komisch. So, warte mal. Ich gehe jetzt mal kurz zur anderen Seite. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich die Folge aus. Auch wenn es nicht ganz so geworden ist, wie ich mir das vor... Hallo? Wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. Das Bauen hat ja trotzdem Spaß gemacht, außer das Sterben. Aber ich finde schon heftig, wie häufig du da teilweise angegriffen wirst. Okay, hier habe ich auch nochmal welche. Ich müsste mal wirklich haufenweise Ofenkartoffeln vorbereiten, damit wir denn das einfach nur noch rausnehmen müssen, ne? Aus dem Lebensmittellager. Ich meine, klar ist auch mal schön, sich das anzugucken, aber andauernd nicht unbedingt. Warum habe ich eigentlich 51 mal Kohle? Oder wurden die wieder zurückgewandelt? Die Fackeln eigentlich nicht, oder? Das geht doch nicht. Oder habe ich das aus Versehen gemacht? Nee. Ich kann das doch nicht wieder zurück umwandeln. Okay, ich mache mir mal kurz so 36 Fackeln, genau. Als nächstes, also wenn wir wieder was bauen, baue ich nochmal ein Wohnhaus. Wahrscheinlich eins wie das hier. Das soll ja eigentlich dorthin, wo die kleine Basis steht, ne? Oder die kleine Festung, die wir hier drüben gebaut haben. Da muss ich aber gucken, wo wir das machen. Vielleicht mache ich das auch direkt am Hafen ran. Das sieht vielleicht auch komisch aus. Oder halt hier rüber. In der Nähe des Turms. Ey, das wird zu knapp. Dann müsste ich das hier nochmal verbreitern. Naja, ich lasse mir auf jeden Fall was einfallen. Weil eigentlich sollte das ja hin. Ne? Ich finde es aber auf jeden Fall krass, was wir schon alles gebaut haben. Die ganzen Schätze, die hier in der Nähe waren, habe ich bis jetzt auch alle mitgenommen.
Das heißt also, die Schatzkarte behalte ich halt auch nur, um zu sehen, wie sich die Insel, wo wir ja bauen, sich halt immer wieder ändert, ne? Für was anderes ist es eigentlich nicht gedacht. So. Das läuft. So, warte mal. Ich kann ja nochmal Goldbarren machen und die dann wegpacken. Genau. Oder hatte ich die Eisenbarren weggepackt? Ich weiß es gerade nicht. So, Leute, ich würde aber sagen, das war denn jetzt langsam mal zum Ende kommen. Wir waren ein bisschen im Nether unterwegs, konnten leider keine Festung gerade so vorfinden, weil wir die ganze Zeit von den Endermännern angegriffen wurden. Das ist natürlich ein kleines Problem gewesen. Wir haben uns aber zumindest einen Weg gebaut, damit wir dort unten hingelangen können, was auch schon mal was Gutes ist. Und beim nächsten Mal würde ich, wenn das so handhaben, ja, wenn wir da zumindest wieder unterwegs sind, dass wir dann entweder mit besserer Ausrüstung hingehen oder ich verzauber zumindest eine Rüstung. Ne? Also entweder mit einer Diamantrüstung, obwohl das wäre eigentlich schon, nee, das wäre ein bisschen sehr arg, glaube ich. Ja, die Kartoffeln nehme ich raus, wenn ihr jetzt denn nicht mehr dabei seid. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer. Bis dann und tüdelü.